Willkommen zurück zu Silent Hill 4 The Room. Aha, das macht Henry also, wenn man ihn einfach mal lässt. Ich dachte, was geht denn jetzt ab? Zeigt er auf einmal auf uns? Gruselig. Ja, gut. Wir wissen jetzt, warum der Hausmeister die Nabelschnur aufbewahrt. Und ich glaube, hier war ich noch nicht, ne? 106. Jetzt kann ich daneben. Was ist jetzt hier? Fest zu. Hier kann ich auch rein. Oh, ich kann nie in die Zimmer gucken. Es ist so furchtbar. Hallo. Furchtbares Spiel. Hä? Voll die ganzen Stäbe hier. Was ist denn das für eine Wohnung? Hä? Hi. Ah, geht nicht. Geht nicht. Was ist jetzt hier? Da steht die Nummer meines Schatzes. Und da sind einige Zahlen, die aussehen wie eine Telefonnummer. Möchten Sie diese Zahlen wählen? Nein, im Moment noch nicht. Oder doch? Oh, was haben wir denn hier? Mehr kann ich nicht... Wieso kannst du denn nichts tragen? Willst du mich... Schwesternuniform. Der Name darauf lautet Rachael. Ach, das ist die also. Die da, die Notiz mit dem Haus... Wieso kannst du das jetzt nicht... Hier. Jetzt hast du wieder Platz, Junge. Gibt's ja wohl nicht. Ja, nimm das bitte mit, weil wir brauchen ja wohl einen Erste-Hilfe-Kasten. Das ist voll wichtig. Und so. Und wir haben kaum Muni mehr. Das ist voll blöd. Okay, wählen wir das mal. Ja, wir machen das mal. Irgendwo klingelt ein Telefon. Vielleicht nebenan hier im ekligen Bad. Nein! Nein! Nein, lass mich! Die fressen einen auf! Oh, lass mich! Ey! Ey, das nervt! Ey, es nervt! Nein! Nein! Scheiße! Lauf weg, Henry! Lauf weg! Lauf weg! Nein! Raus! Wo klingelt jetzt hier ein Telefon? Nein, jetzt kommen hier überall Geister! Scheiße, ist hier das Telefon? Ist hier das Telefon? Oh, scheiße, ich sterbe hier! Scheiße. Geht nicht. Wo kann ich hin? Wo ist mein Loch hier? Wo da? Es tut mir leid, aber hier müssen wir einmal zurück. Sonst gehe ich drauf. Ich brauche unbedingt neue Energie. Oh Mann, ist jetzt die... Sind die Geister... Diese Geister sind jetzt alle gekommen, weil ich die Nummer gewählt habe. Na, richtig blöd. Richtig gemein. Und die Frage ist, wo klingelt's? Wo soll ich hin? So doof. Aber regenerier dich mal bitte. Weil sonst gehen wir echt drauf hier. Außerdem können wir dann auch gleich mal nach dem roten Zettel gucken. Scheiße. Da ist er ja. Haben wir selber durchgeschoben. Rotes Papier. Können wir das denn jetzt lesen? Ja. Vor 4 Jahren wurde ein Körper entdeckt, in den 12 von 21 geritzt worden war. Sofort hatte ich dieses furchtbare Gefühl und zitterte unaufhörlich. Das Opfer war seit 6 Monaten tot, aber Walter war seit 7 Jahren tot. Er brachte sich 3 Jahre vor diesem Mord um. Die Polizei geht von einem Nachahmer aus und nennt es den Fall Sullivan Runde 2. Aber etwas daran störte mich. 14. Mai. Aha. Okay. Schön. Soll ich mich jetzt freuen, dass ich wieder hier bin? Ja, erhol dich mal. Wie geht's ihr? Ist sie noch da? Ja, sie lackiert sich immer noch die Nägel. Alles klar? Puh, okay. Ich werde jetzt auch gleich mal speichern. Weil das habe ich jetzt auch schon eine Weile nicht gemacht. Ja, total zugeschraubert. Alles fest.
Ach, er steht wieder da. Hey, wir waren gerade in deiner Bude, mein Freund, aber du hast es irgendwie nicht mitgekriegt, weil du in der normalen Welt bist und wir in der Parallelwelt. Und trotzdem können wir seine Sachen und so sehen. Merkwürdig. Können wir eigentlich irgendwas loswerden? Wenn wir wieder irgendwas finden, stehen wir da. Das ist echt blöd. Ich werde jetzt mal, ich weiß nicht, was ist besser? Den Schläger oder die Axt wegpacken oder so ein rotes Papier? Nee, den ganzen werde ich einfach mal wirkungsvoll. Relativ wirkungsvoll und einfach zu verwenden. Aber ja, so eine Axt ist auch nicht schlecht. Die sollte ich vielleicht sogar öfters verwenden. Ja, meine Waffe will ich eigentlich schon drinne behalten. Das mit dem blöden Schwert kapiere ich nicht. Das funktioniert. Ich versuche das ständig bei jedem Geist, wenn ich mich länger umschauen will, mal zu verwenden. Aber ich krieg's nie hin, falls ihr es bemerkt habt. Ja, was packe ich denn jetzt mal weg? Diesen kurzen Zettel. Nee, ich werde jetzt mal alles... Ach, hier! Hier kann man das jetzt auch schön sehen. Einmal 100... Sieht auf Schließfachschlüssel 106. Und Wohnblock Nummer 303. Müssen wir dann einfach nochmal runter zu den Schließfächern oder was? Wer macht da was? Was ist da los? Geht's den Leuten gut da auf der anderen Seite? Das sieht auch irgendwie merkwürdig aus. Das ist so, sieht sowieso alles immer merkwürdig aus. Können wir eigentlich... Nee, runtergucken und gucken, was da damals runtergefallen ist, können wir wahrscheinlich auch nicht. And now the news. Ach komm, nicht schon wieder das Walross-Baby. Muss nicht sein. Ach, ich wollte speichern. Das wollte ich, genau. Machen wir das mal. So, das ist also erledigt. Dann fühle ich mich gleich viel besser und seine Gesundheit geht ja auch gerade noch. Durchgucken will ich auch nicht. Ja, wir gehen wieder rüber. Wir haben irgendwie voll viel zu tun. Es ist eigentlich wieder Silent Hill typisch, dass wir jetzt Türen abklappern und so. Und mit Schlüsseln halt die, ja, ins Zimmer gehen. Aber die Geister finde ich echt scheiße nervig. Weil man hat... Ich muss sagen, es nimmt einem schon auch ein bisschen den Spielspaß. Sieht's, weil wir wie eine Irre rumlaufen und hier die Schließfächer. 103 bis... Genau, 100 bis... 103, 101 bis 304, dann müsste doch 106 dabei sein, oder nicht? Sie haben Schließfachschlüssel Nummer 106 verwendet. Ah, ich muss es also doch selber machen. Ich liebe dich, Rachael. Mike. Es ist voller Liebesbriefe von Mike an Rachael. Aha. Toll, und dafür... Aber hier ist bestimmt was rausgefallen. Ist doch... Ist jetzt hier nichts für uns? Das gibt's doch nicht. Irgendwas, was hier auf dem Boden liegt? Nichts, was uns hilft? Was ist denn mit diesem Mike und Rachael? Das gibt's ja gar nicht. Und wo soll ich jetzt hin? Bleibt noch der Schlüssel... In 300 irgendwas. Ich muss doch eigentlich nach oben. Was soll ich denn hier unten? Ach, die eine Tür hatten wir auch noch nicht. Hatten wir denn hier alle? Das ist jetzt 1F. Ach, wir waren links noch gar nicht bis zum Ende gelaufen. Da ist 106. Ach, dann muss ich ja nochmal darüber, wa? Da werden jetzt natürlich wieder die Geister kommen. Die lustigen... Scheißgeister, lass mich. Lasst mich alle in Ruhe. Wohnungsschlüssel verwendet. 107, rein mit dir. Ich glaube, hier ist das Telefon. Ah, wo ist das Telefon? Lasst mich. Das muss doch funktionieren mit dem Ding. Es nervt mich. Ich will
das einsetzen und ich kann nicht. Oh Mann, das nervt. Scheiße. Lass mich, lass mich. Das ist ein blödes Badezimmer. Weg, 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 weg. Scheiße. Ist das Telefon hier nicht? Das klingt aber so. Oh, er kommt. Nein. Wo ist das Telefon? Das ist doch hier. Wo ist das blöde Telefon? Ein Plattenspieler. Ey, es geht mir so auf den Sack hier. Die bleiben gar nicht mehr am Boden. Ey, es geht gar nicht. Es geht doch gar nicht. Viele Platten. Ja, leck mich. Mann. Ja, ist klar. Komm, kopier doch. Ey, ich dreh doch, ich geh drauf. Und ich weiß nicht, wohin. Ich geh drauf und weiß nicht, wohin. Es nervt mich. Ja, und der kriegt mich jetzt auch und dann bin ich tot. Ja, schön. Es ist wunderbar hier. Echt geil. Ich laufe jetzt wieder zurück und suche mal die andere Seite. Ja. Das Telefon. Es muss einfach aufhören. Sonst wird das mit den Geistern hier wahrscheinlich nie aufhören. Richtig scheiße. Das ist 200 Dings Stockwerk. Ich will noch einen höher, wenn es geht. Damit wir zum 300er-Bereich kommen. Aber er holt sich natürlich hier auch nicht. Ja, eine kleine Sache und er geht drauf. So, das ist 301. Vielleicht sind hier die Türen, die ich aufschließen kann. Ja, schön. Ist hier vielleicht das Telefon? Bitte sei hier. Es klingt jedes Mal so, als wäre das hier. Wo ist das Telefon? Verdammt. Was ist das denn? Ach so, Dalmatiner-Figuren. Komm, sei da. Da. Muni. Pistolenkugel. Ja, es ist auch schön, aber wo ist das Telefon? Es klingt so nah. Was ist hier nicht? Bitte sei hier. Was ist das hier? Ja, schön. Ist auch zu. Habe ich das irgendwo jetzt übersehen? Mann, Telefon, wo bist du? Es klingelt und klingelt und klingelt. Ich werde wahnsinnig. Echt. Das steht jetzt nicht hier und ich sehe es nur nicht, oder? Ist es im Kleiderschrank oder was? So ein Blödscheiß. Aber wenigstens sind hier gerade keine Geister. Tja. Jetzt bin ich, habe ich doch alle Schlüssel verwendet. Ja, hol dich mal, du. Da geht's raus. So doof. Es klingt doch echt, als wäre es hier echt irgendwo und ich sehe es nur nicht. Bin bestimmt falsch hier. Wozu bin ich denn jetzt hier reingekommen? Für die Pistolenkugeln, ne? Dafür war der Schlüssel da. Für mehr aber auch nicht. Das ist doch sinnlos. Und es gibt doch irgendwie zwei Ausgänge hier. Kann das sein?
Ja, ich kann nämlich jetzt auch einmal hier nach... Oder? Nee, es gibt gar nicht zwei Ausgänge. Ja, dann gehe ich jetzt raus hier. Was soll das? Schöne Scheiße. Echt blöd. Da bin ich runtergekommen. Dann gehe ich jetzt nochmal hier weiter. Und sind immer noch zwei Türen, die ich nicht ausprobiert habe. Irgendwie. Was? Was? Verschlossen. Was hat der Kerl hier gemacht? Könnte er das nächste Opfer sein? Oder könnte es sein, dass... Ja, das hatten wir auch schon. Kann sie nicht mal mit dem Schlüssel öffnen. Ich glaube, sie ist auch von innen verschlossen. Kannst du dir jetzt nochmal den Zettel... Das kann ich hier nicht verwenden, nicht? Hä? Ach, den kannst du aber. Fetzenrotes Papier. Okay, können wir Eileen was durchschieben? Oder geht das auch nicht? Verschlossen. Nein, das kann er hier nicht verwenden. Okay, dann gehe ich jetzt zurück in unsere Welt, weil ich denke mir, vielleicht können wir ja bei uns ans Telefon gehen. Aber ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Wir können es ja mal ausprobieren. Müsste nicht der Geist hier sein? Oder ist hier ein Telefon? Ich wusste das gar nicht. Nein! Scheiße! Oh oh! Nein, und ich bin nicht guter Energie. Nein, nein, nein! Geh... Oh 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 oh! Oh oh! Oh oh! Nein, nein! Lass mich! Oh oh oh! Wo ist mein Loch? Wo? Da! Schnell durch! Ach, Energie aufladen! Boah, Stress hier mit den Geistern. Echt nervig! Bitte erhol dich. Und guck dir den anderen Zettel an. Und hier klingelt natürlich kein Telefon. War ja klar. So, fetzenrotes Papier. Ah, und jetzt können wir es auch lesen. Ich habe den Schlüssel zu Eileen Kelvins Wohnung verloren. Ich muss ihn finden und zurückgeben. Lass mich nachdenken. Zuletzt sah ich ihn. Die Seite ist zerrissen und ich kann den Rest nicht lesen. Aha. Das heißt, wir wollen schon auch in ihre Wohnung, aber finden wir vielleicht was raus, wenn wir bei ihr rüber gucken? Nee, ne? Sie macht immer noch ihre Nägel. Ja, sie ist immer noch okay. Was irgendwie auch beruhigend ist. Aber ich fände es mega scheiße, dass ich hier überhaupt nicht klarkomme gerade und weiß, wo ich hin soll. Das ist verwirrend und doof und ja. Und er steht da auch immer noch. Hat sich eigentlich nichts geändert. Ich weiß nicht, was ich machen soll, um zum Telefon zu kommen. Ich muss nochmal Türen wohl abklappern, die ich noch nicht ausprobiert habe. Und vielleicht auch nochmal irgendwo reingehen, wo ich schon war und gucken, wo ein Telefon ist. Es kann doch nicht so weit weg sein, oder? Es ist ein ganz anderes Stockwerk. Aber man hört das halt auch immer voll laut, obwohl das gar nicht irgendwie in der Nähe ist. Das ist voll gemein, wenn das Geräusch laut und man denkt dann halt, ja... Es ist kompliziert hier. Ich mag gar nicht schon wieder rüber. Es ist so anstrengend mit den Geistern. Ist er jetzt eigentlich wieder gut drauf, dass wir das wagen können? Kann er nochmal einmal hier rein? Also es ist nicht... Nee, wir wachen ja auch immer. Wir kommen ja hier zurück. Hier ist nichts mit telefonieren. Nach Hause telefonieren. Ja. Dann wieder zurück ins Loch. Weil es so schön ist. Oh Gott. Warum immer ich? Lass gut sein. So. Ja. Wir laufen jetzt mal geradeaus an der einen Tür vorbei. Du kannst den da eh nicht runterstecken. Doch, du kannst ihn runterstecken. Ach so, gut. Dann weiß ich das nächste Mal.
Jetzt bin ich an den Fenstern vorbeigelaufen. Ich, ja. Muss das mit dem Telefon hinbekommen. Die anderen Türen waren verschlossen. Aber wir haben doch auch keinen. Mit dem Hausmeisterschlüssel kriegen wir aber die anderen Türen ja vielleicht auch mal auf, die vorher nicht aufgingen. Hier die da. Die, aber das geht ja nicht. Die andere, das ist unsere eigene. Und 301. Nee, dann ist ja keine dabei. Und 304 ist ja anscheinend. Oder gehen wir nochmal an 304? Ist hier was gewesen? Der Martina. Hier war ja nichts, ne? Hier war es so voll laut, aber hier ist nichts. Lässt sich nichts machen. Bringt auch nichts. Hier soll ich anscheinend nicht hin. Bin ich jetzt falsch gelaufen? Nein, ich will in den Flur. Ich muss umdrehen. Und die Frage ist, wohin? Muss noch mehr geben. Muss einfach noch mehr geben. Vielleicht nochmal in den zweiten Stock. Oder in den ersten. Haben wir hier irgendwas? Ja, vielleicht nochmal hier die Türen irgendwie aufmachen oder so. Weil er kann ja jetzt überall rein. Wir waren ja auch gar nicht überall drin. Schönen Raum mit nichts. Nein. Och, kommt, Leute. Nein. Lass gut sein. Ist hier ein Telefon? Geh ran, hier sind jede Menge alter Spielkonsolen. Lass mich vorbei. Oh, leck mich. Ich will nicht. Hier sind jemand alter Spielkonsolen, andere Sachen, die ich nicht kenne. Und kein Telefon. Okay. Dann mit unserem Hausmeisterschlüssel weiter abklappern. Also. Gehen wir mal an 206. Hier ist ein Hund. Hier sind Hunde. Oh, ne, ja. Dann bleib doch da hinten in deiner Ecke, ganz ehrlich. Nerv mich nicht. Ich hab lieber die Hunde, die ich töten kann, als andersrum. Das sieht aus wie... Wo ist denn hier noch ein Hund? Und was ist hier? Oh. Hier. Geh mal durch. Ja. Haben wir es dann. Ist hier ein Telefon? Das ist doch ein Telefon. Telefon? Boah, und voll der vollgekritzelte Raum. Oh Mann, Notizzettel. Das hätte jetzt wieder was von James oder so sein können. Oder Henry. Hier liegt viel Kinderspielzeug herum. Okay, die Schrift ist so eng zusammen, dass mir vom Lesen schlecht wird. Sieht aus wie Graffiti von einem Kind. Boah, krass. An den Raum kann ich mich zum Beispiel auch gar nicht erinnern mehr, dass der hier war. Alles voll unheimlich, dadurch, dass hier alles voll gekritzelt ist an den Wänden. Aber hier ist es auch nicht mit dem Telefon und ich sollte mich langsam, glaube ich, nicht mehr irre machen. Mit diesem Telefongeräusch. Wir haben hier aber auch nichts gefunden. War da
mit der Tür noch was? Nein, dann gehen wir mal raus hier. Und ich werde jetzt hier wieder einen Cut machen. Wir sehen uns im nächsten Part von Silent Hill 4. Bis dann.